Servus, liebe Kinder. Dora, schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Ihr wollt, dass die Kinder etwas geschickter sind? Dann schenkt ihnen ein Diablo-Spiel. Das Spiel des Teufels. Ja. Es geht ganz einfach. Als erstes legt ihr das Diablo, also erstmal legt ihr hier dieses Schnürlchen hin, diese Schnürl, dann das Diablo drüber. Und jetzt, wichtig ist, Rechtshänder bewegen das Ganze mit rechts, Linkshänder halten starr. Ich ziehe das mal nach rechts. So. Und jetzt nur mit der rechten Hand arbeiten. Ihr seht, ich arbeite nur mit rechts. Die linke Hand ist ganz, ganz starr. Und jetzt machen wir uns bereit zum ersten Höhenflug. Achtung! Und gefangen! Ja, so ein Zufall. Ja. So, mal von der Seite das ganze Elend. Und wieder gefangen. So, wenn euch das Diabolo auskommt, dann entsprechend gegensteuern mit der Hand, die sich bewegt. Wichtig beim Start, ihr Lieben, ist, dass ihr dem Diabolo einen richtigen Schwung mitgibt. Schaut mal hier diesen Aufkleber vom Hersteller. Beobachtet den mal, da könnt ihr sehen, wie das Ganze Schwung aufnimmt. Also, ich gehe leicht in die Knie und gehe von rechts nach links. Parallel halte ich so die Stöcke und los geht's. Schaut, sehr richtig schön durchgeschwungen. Also, nochmal her schauen. Lasst es am Boden etwas drehen und Schwung. Habt ihr gesehen? Schaut mal auf den Aufkleber. Seht ihr das? So, und jetzt ist egal, ob ihr so macht oder ganz kurz und schnell. Völlig egal. Wichtig ist, dass ihr hier dem Ganzen einen Drall gibt. Hier, weil je schneller sich das Diabolo um sich dreht, umso stabiler ist es. Das ist die nackte Physik und die können wir nicht neu erfinden. Punkt. Das ist einfach so. Wenn jetzt das entsprechend ausbricht, zum Beispiel nach vorne, nach hinten, geht mit der rechten Hand in die Richtung, wo das Diabolo wegzukippen droht. Also wenn es nach hinten wegkippt, geht es mit der rechten Hand nach hinten. Die linke ist rein der Statist. Ihr seht selber, die linke Hand bewege ich überhaupt nicht. Linkshänder, so wie ich zum Beispiel, die machen das anders. Die machen das dann mit der linken Hand und halten die rechte ganz still. Okay? Oh, und der ging daneben. Also. Viel Spaß mit dem Diablo-Spiel. Schaut rein auf kinderautor.de. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Pfiat, servus, euer Olli.